Hallo, liebe Leute. Heute sind wir in Frankfurt, und zwar auf der Tendenze. Toll. Gefällt mir. Es ist sehr dünn, es trägt nicht auf. 19 mm. Und zusammen mit dem Handy ist das alles, was der Mann braucht. Also damit können schmeckt übrigens, schmeckt, ja. Schmeckt. Schmeckt sehr lecker. Das ist der Pionier der animierten Fotografie. Und wie wird das jetzt so hergestellt? 3D, wird das auch dreimal gedruckt? Eine Geschirrserie, eine Lampenserie und Becher. Wie man hört, Porzellan kann brechen. Okay, very good. Und danach der Name, Hoptimist. Now we hobble away. Ja, excellent. Ja, wollen wir mal was trinken? Auf diese Messe kommen nur Einkäufer bzw. Großhändler, die schauen, was es Neues gibt in der Welt der Dekoration, Homeware bzw. Innenausstattung. Also wir haben da ja auf unserer Liste Favoriten, ja, Favoriten, das kann man sich also alles ausdrucken, das hat die Messe übers Internet so eingerichtet. Und da habe ich gleich an erster Stelle die Firma Cape Times Interior Design from South Africa. Wir können schon ganz klar sagen, dass wir hier einen guten Auftritt aus Namibia haben, einen guten Auftritt auch aus Kenia. Wir haben zwei Unternehmen aus Ghana. Aber wir haben versucht, da schon eine Balance zu haben, dass da nicht ein Land irgendwie dominiert. Ne? Afrika ist nicht das, was wir uns vorstellen. Also die Afrikaner stellen sich über Afrika das ganz anders vor, als wir das also hier aus Europa tun. Das sind alles Unternehmen, die hochwertige Produkte machen, die an Firmen wie Harrods liefern, wie JCPenney, wie Barneys New York. Und wir hatten Chibo zum Beispiel auf dem Stand. Also das ist so der Bereich, an dem wir uns so ein bisschen heranwagen. Also das ist ein Antilopenkopf, würde ich mal sagen. Und ist es handgemacht? Das sind alles Einzelstücke. Es gibt Stände, wo Sie sogar an jedem Stück den Namen dessen sehen können, der das produziert hat. Ja, wir sind als Besucher da. Meine Frau kümmert sich ja ein bisschen so um das Interieurdesign des Markomin Designhauses. Ja, ich habe schon einiges gefunden. Weihnachtsdekorationen, unter anderem auch Kunstblumen, aber sehr, sehr schön gemacht. Es sind sehr, sehr schöne Stände. Die Aussteller geben sich sehr, sehr viel Mühe. Ich sehe teilweise mehr internationales Publikum wie deutsches Publikum, die den Weg, den weiten Weg teilweise nach Frankfurt auf sich nehmen. Inspiration ist alles. Und wenn man im Dekorationsgeschäft ist, im Einzelhandel ist, dann letztendlich, wir verkaufen alle eine Illusion. Die Menschen wollen sich wohlfühlen und da ist es schon Pflicht für mich, einfach mal hier durchzuschlendern und zu schauen, was gibt es denn Neues. Alles wird in Dänemark gemacht. Jeder Hoptimist ist beim Hand zusammensatt. Und wir haben zwei Figuren, Bimbel und Bombel, und beide ist ein Symbol von Optimismus, Freude am Leben und dass man in Möglichkeiten glauben. So ganz, ganz positiv und sehr wichtig Botschaft. Ja? Bimbel ist die Mädchen, steht herüber, und hier gibt es Bombel. Man braucht natürlich ein Paar. Ja. Wir sagen ja im Deutschen Hopper, Hopper, Reiter. Hopper, Hopper, Reiter. Was bedeutet das? Oh ja, ja. Es ist ein Optimist, ein hoppender Optimist. Ja. Das ist das erste Aluminium-Portemonnaie weltweit, was sowohl Cash kann auf der einen Seite, Banknoten hier, wie die gute alte Schüttelbörse, rutschende Münzen rein, andere Seite, wenn Sie mit Karte zahlen wollen, Kreditkarten, Visitenkarten und das Beste, schützt erstmals weltweit Ihre Karten gegen illegalen Datenklau. Also Auslesen Ihrer persönlichen Daten auf dem Personalausweis oder auch schön Demagnetisierung am Flughafen oder Handtaschenmagnet. Magnetstreifen funktioniert nicht mehr, müssen Sie immer die Karten tauschen. Kann jetzt nicht mehr passieren, weil das Aluminium ist. Unter dem Motto, my pocket safe is safe? Ja, genau. Wir nennen das jetzt so den Taschensafe, den Mini-Taschensafe. So, ich hole es raus aus der vorderen Hosentasche. Es ist sehr dünn, es trägt nicht auf, 19 mm. Und zusammen mit dem Handy ist das alles, was der Mann braucht. Und da habe ich gelesen, Pastillen aus Hollywood. Warum Hollywood?
Ja, das sind die weltweit hochwertigsten Pastillen, kommen wirklich aus Hollywood, also werden dort produziert, werden exklusiv in Europa vertrieben. Das Besondere ist, sind die einzigsten auf Zuckerbasis. Alle anderen Pastillen haben Süßstoffe, die man so kennt im Handel. Und die Inhaltsstoffe sind absolut rein natürlich. Zum Beispiel der grüne Teegeschmack sind klein gemahlene grüne Teeblätter, sonst nichts. Also der Geschmack kommt immer aus rein natürlichen Inhaltsstoffen, haben wunderschöne Designs und die Firma verpflichtet also einmal im Jahr limitiert zum Beispiel Künstler wie James Jean, den Prada Schuh- und Handtaschendesigner, oder hat eine Breast Cancer Awareness Edition, also Charity, 25 Dollar Cent für die Brustkrebshilfe. Und ja, besonders interessant ist, dass Brad Pitt, George Clooney, Jennifer Lopez hat die auf der Echo-Verleihung bekommen. Also die haben die also auch alle in der Handtasche. Man ist also in bester Gesellschaft damit. Die lutschen alle drauf rum. Ja, genau. Also, ja, genau. Ja. Also damit können schmeckt Sie übrigens, schmeckt, ja, schmeckt. Schmeckt sehr lecker. Also macht etwas süchtig. Na, die Frankfurter Messe zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass das ziemlich gut organisiert ist. Auch hier wieder in den Gängen Air Condition. Und wir fahren hier auf Rollbändern. Weder der Kameramann noch ich können irgendwo hinfallen. Ich kann nach vorne schauen und sehe noch gar kein Ende.